Hallihallo und herzlich willkommen zu Firewatch. Es hat lang gebraucht, um diesen Weg zu finden. Wenn wir hier sind, ja, müssen wir hier drauf. Dann drehen wir uns nach da und finden einen gespaltenen Felsen. Man hörte gern geschehen von da hinten, denn Olli musste mir sagen, was ich zu tun habe. Beziehungsweise, er musste drüber gucken, weil ich bin hier verzweifelt rumgerannt. Es hat ewig gedauert. Ich habe nichts gefunden. Ich bin manchmal einfach zu blind. Blöder Mist. So. Mecker, mecker, mecker. I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. They closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a. Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yep. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Wir wollen es wissen. Absolut. Oh, ich hänge am Baum fest. Toll. Blöder Baum. So. Nee. Okay. Könnten wir wahrscheinlich nicht während dieses Gesprächs hier runter. Ja, genau. Ums. Oh, also. Ja. Those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Yay! Dodged a bullet there. Yeah. We've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Ja. Ist korrekt. Wir haben genügend Zeug, was beantwortet werden muss. Zum Beispiel, wo wir hier gerade sind. Ich könnte ja auch einfach auf die Karte gucken, aber das wäre meiner Meinung nach zu einfach. Hier speichert's. Hüpf. Hier sind wir, okay. Dann müssen wir wohl wieder in die Höhle. Und ich nehme ihn wieder mit. Sowas von. Ich sehe euch. Ich gehe jetzt rückwärts. Hallo? Damit ich die Leute sehe, die hier gleich den Deckel zumachen. Ich sehe euch immer noch. Ich komme nicht weiter. Sehe ich immer noch. Ja, gut. Oder auch nicht. Kling, klong, kling. Wir müssen da runter. Ich warte einfach nur drauf. Was? Hier werden immer zwei Dinge angezeigt, das ist irgendwie. Naja. Ich warte nur drauf. Ich habe den Schlüssel noch. Das wissen wir alle.
Ich werde hier wieder lebendig rauskommen. Uiuiuiui. Ui. Oh, ich dachte, wir rutschen hier runter. Okay, das ist ein Weg. Immer tiefer hinein, immer tiefer hinein. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Also eigentlich nicht. Nein. Es ist der Junge. Ich hab's leider schon gedacht, als wir den Schuh gefunden haben. Ach, ich kann ihr ja nicht Bescheid sagen. Oh, der Arme. You fell. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Der Arme. Hoffentlich ist er dann durch den Sturz gestorben und hier nicht verhungert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verlasse die Höhle und melde die Leiche. Schon wieder Licht in dieser Spalte? Ah, von da oben. Oh Mann, das gefällt mir einfach alles nicht. Es war leider sehr offen. Das ist auch schon wieder Licht. Wie gesagt, ich fand, es war sehr offensichtlich, dass er leider tot sein wird, dass er irgendwo verschwunden ist. Aber sowas will man ja nicht wahrhaben. Aber warum sollte man uns hier einsperren? Nur um den Tod zu tuschen, der ja ein Unfall war. Das macht absolut keinen Sinn. Da muss es also noch mehr geben. Wo zum Teufel sind wir hier? Ah, da sind wir vorhin. Und okay, also ist das der normale Eingang hier. Wie hell es ist. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin.
Nein, leider nicht. How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. I think that's just what it was. He was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Ich glaube nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir packen. Wir packen wirklich. Packe deine Sachen ein. Das sind all die Sachen, die wir gefunden haben. You see that plane? Ja, habe ich gesehen. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. Toll. It after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Oh. About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. Yeah, ich bin gerade aber am packen. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Dich nehme ich mit. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, I'll remember you. I mean, am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Ja, wir probieren's. Wir haben jetzt, glaube ich, alles, was wir brauchen. Dann gehen wir dem Signal mal nach. Auf, auf. Boah, und wir sind mitten im Brandgebiet. Dass man uns überhaupt noch hier sein lässt, ist echt ein Wunder. Mag hier nicht sein, alles brennt. Das war doch irgendwo hier. Komm nicht durch den Busch. Komm ich auch nicht lang? Diese Geräusche hier überall. Wir sind gleich mitten im Feuer. Ich sehe es leider schon kommen. Nur weil wir dieser Spur nachgehen wollen.
Kommen wir nicht lang. Okay, wir steuern gerade drauf zu, das ist schon mal super. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point in my lookout. Oh oh. Immer tiefer und immer tiefer gehen wir rein. Wir müssen da hoch. Irgendwie. Das Ding rastet voll aus. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my God, Henry. Gib mir die Kassette mal. Don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Vielleicht hätte er seinen Sohn noch retten können. Man weiß es nicht. Aber er wollte nicht zurück. Er wollte ihn einfach nur da lassen. So, wir sind hier hinten. Aber wir müssen diesen kompletten Weg da lang.
Das Rote ist... Ja, gut, wir müssen so schnell wie möglich dahin. Gut, wir probieren unser Bestes. Nachher werden alle evakuiert, nur wir nicht. Das wäre ziemlich doof. There's a clothesline. I guess he's been dumping trash up here for a while. Alles brennt, ich will hier... Ah. Hier wohnt er also. He held on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. Brian was a nice-looking kid. Yeah. Wie süß. Wir nehmen das alles mit. Some of Brian's stuff. To a red bed, mega dead. Wie süß. Teenager-Zeitschriften. Ja, er hat wahrscheinlich alles genommen, was er finden konnte. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Wir nehmen alles mit. Was haben wir hier? Delilah, das hatten wir ja schon. Völlig egal. Okay. Das sind wir. Beobachtete Eigenschaften, Mist. Schuldbewusst. Was zum... Schon wieder Delilah. Was haben wir hier? Wieder wir. Gradlinig, passiv, schuldbewusst, direkt. Keine Kinder, Frau nach 11 Jahren Ehe verlassen... würde von niemandem vermisst werden. Programmleiter, verdammt nochmal. Er ist also verrückt geworden nach und nach, würde ich sagen. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. Sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. This boombox looks familiar. From the girls. Yeah. Wir machen einfach mal ein paar Fotos. Kann garantiert nicht schaden.
klimpert hier. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. Delilah will uns schon nicht mehr antworten. Boah, das ist... Der hat hier halt wirklich... Er hat sich ein ganzes Leben aufgebaut. Aus dem Zelt der Teenager, ja. Vorratsliste. 3 Winterjacken. 3 neue Laken. Isolierband. Gewichtszunahme bis Sommer. 15 Kilo. Er hat alles aufgeschrieben. Er hat einfach... Er hat hier gelebt. Mit uns ist das auch jemand geglaubt hier. Noch 2 Fotos. '16.07.89. Risiko zu groß. Niemand wird glauben, dass B glücklich war. D und 2F weniger glaubwürdig erscheinen lassen. 2F verrückt wie Frau, kein guter Kerl. Mutter Bär ist wieder da. Er ist komplett verrückt geworden. 16.07.89. Sie haben mich gehört. Völlig überzeugt, dass Sie abgehört werden. Ausnutzen. 16.07.89. Berichte abgeschlossen. Dafür sorgen, dass Sie sie finden. 16.07.89. 2F. Hätte mich beinahe in der Einrichtung erwischt. Berichte haben funktioniert. Gespräch aufgezeichnet als Druckmittel nutzen. 17.07.89, das müsste das letzte sein. 2F hat Vorräte gefunden. Wie? Schlüssel weg. 2F darf Brian nicht finden. Wir sind also 2F. Unterkunft untersuchen. 3.06.89. Unterkunft untersuchen. Nicht vergessen, Umzug der Pfadfinder wegen Feuer. 15.07.89. Verbockt. Will nicht weggehen. Nicht vergessen, Vorräte wegen Umzug verstecken. D und F, 2F, vermuten Verschwörung. Lustig, aber fatal. Beobachten und Aufbruch vorbereiten. Ideen mit Berichten anfangen. Sämtliche Kommunikation aufzeichnen. Turm von D verwüsten. Fragezeichen? 2F verwanzen. Funkabhörgerät basteln, Uni-Forschungseinrichtung verlagern, gegeneinander ausspielen. Er hat also wirklich probiert, uns die ganze Zeit auszuspielen. 2.05.89 nach Beartooth Point gewandert, Fernmeldeleitung durchgetrennt. 3.05.89 Delilah hat Liste von Wanderern nicht angefordert. Antenne für Empfang von 2 Frequenzen neu verkabelt, kann D und 2F gleichzeitig abhören. 9.05.89 2F an Höhle vorbeigewandert, scheint Interesse zu verlieren. 15.05.89 2F Jules, Julien, Julia? Fragezeichen. 15.06.89. 2F ist ein guter Kerl. Mutterbär seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. 30.06.89. D wieder betrunken. So wie immer. Kommen wir dahin. 14.03.89. Erster Ranger war am Jonesy Lake Fliegenfischen. Nicht vergessen, was gegen Stechmücken besorgen. 24.03.89. Mutterbär auf Morgenwanderung gesehen. 30.03.89. Verregnete Woche. Wasservorräte gut. Forellen geräuchert, während keine Wanderer da waren. 5.04.89. Geburtstag von Brian.
erster Ranger in diesem Jahr gesehen. 19.04.89, Basis seit 2 Wochen nicht verlassen. 26.04.89, 3 Wochen, Lagerkoller. 30.04.89, große Wanderung morgen, vorbereiten. 1.05.89, neuer Brandwächter in 2F, Henry, 2F. 2F beim Verlassen der Höhle gesehen. D will Liste von Wanderern anfordern. Vergiss sie eh wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das nehmen wir mit. Also er hat die ganze Zeit hier Bier getrunken, so viel wissen wir. Stevens Room. Neue Trauerfälle. Had quite the view. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Ich mache hier richtig schöne Fotos, ja. Kling, klong, kloing. Das sieht schon sehr cool aus. Es sieht einfach sehr, sehr cool aus, das wissen wir alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen hier raus. Wir müssen es schaffen. So schnell wie möglich hier rauszukommen. Da ist ein Feuer. Hier kommen wir nicht weg. Toll. Also müssen wir da unten lang. Wir sind einfach mitten in dieses Gebiet gerannt. Das ist halt, hier. Problematisch, nennen wir das so. Du, 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 du. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ganz, ganz schnell. Es brennt hier einfach alles. Schnell hier hoch. Dass die uns nur von bestimmten Punkten holen können, ist halt sehr problematisch jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so Angst, dass wir nicht mehr hier rauskommen. Oder dass wir einfach kurz vorher, ja, irgendwie, keine Ahnung, dass wir vergessen werden. Ich will hier weg. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. The shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Wasn't a good dad. No fucking shit. But... But what? I'm sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. Nein. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there. Ah, so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. D? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more.
überall die umgestürzten Bäume? Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Wait, just wait, okay? I'm not that far. Henry, they're here. They're waiting right now. Please. Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. I'm not far. Okay. Wehe, die lassen uns hier. Und wehe, die Layla lässt uns hier. Boah, ich schwöre. Dann gibt's Beef. So, sind wir denn hier jetzt in der richtigen Richtung? Ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Das ist super. Wir sind mal wieder so schnell unterwegs wie der Blitz hier. Zumindest so schnell, wie wir es sein können. Überall die umgestürzten Bäume. Alles sieht hier schon tot aus. Und wir befinden uns mittendrin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will da nicht mal rein. Chancen gab Pausen. Ich glaube, wir müssen nach da oben. Ja. Das ist richtig. Puh, da vorne sind die Masten. Oh Gott, oh Gott. Ich will hier raus. Diese Musik. Alles brennt um uns. Hier kommen wir nicht weg. Hier kommen wir wirklich nicht weg. Sag nicht, ich habe mich festgebackt. Das wär's jetzt. Einmal hier durch. Den Weg suchen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Nach unten. Und weiterlaufen. Wir müssen nach oben. Sie müssen uns sehen, irgendwie finden. Ich sehe niemanden. Wir befinden uns nicht ganz da. Aber wir sind nah dran, wir sind nah dran. Wir sind einfach auf einem guten Weg. Uns darf jetzt nichts passieren, gar nichts.
Ich habe den Weg verloren. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Gut, einfach folgen. Das ist schon mal gut. Runter da. Vermutlich hier lang. Nehmt mich mit! Sag mir jetzt nicht, ich bin falsch abgebogen. Nein, ich bin richtig gut. Ach, rennen wollte ich. Hier müssen wir hin. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Delilah antwortet uns nicht. Hier ist das Zeichen. Ich will meine Map haben. Toll. Niemand ist mehr hier. Zumindest nicht hier, hier. Oh, das ist ein Turm. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Entschuldige. Hier ist ein Klo. Have a good time. Wirklich? Oh Gott, it's a nightmare out there. Hello? Ja. Delilah. Die Welt geht unter. Delilah ist nicht mehr da. Wir gehen rein. Hundert ein Kreuzworträtsel. Yay, die Frau hat eindeutig nichts zu tun. Ein Buch, eine Bluse, Tequila. Sie hat uns gemalt. Toll! Mit der gebrochenen Nase vor allen Dingen. Erdnussbutter, sie war gerade am Essen. Tequila. Sie hat ein wunderschönes Zuhause im Gegensatz zu uns, ja, aber die Frau hat uns hier zurückgelassen. Anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. No. Don't be mad. I'm not mad. I'm just... Yeah. You're not mad, you're just disappointed? Absolute. How about your dad after you got busted smoking pot? I just couldn't be out there for another minute. You could have just said that. Stay. I did, and now I'm disappointed. Yeah. I know. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you.
Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. Toll. All right, sure. Maybe... maybe move to Santa Fe. Open a jade emporium with your sister. I'd be trading cute ski bombs for yoga retreat hippies, but maybe that's not all bad. Plus the margarita situation? I mean, yeah. So what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Ja, das stimmt. Yeah, sure. Henry, look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. Sie wird uns nicht mehr erkennen, aber you're right. Wir gehen zu ihr. I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a... I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Wir gehen runter. Wir sehen hier gar nichts, das ist schon mal super. Nehmt mich mit, bitte. Pause. Zu unserer Frau. Und nie wieder hierhin zurück. Nie wieder. Das war Firewatch. Die Frage ist, ob jetzt gleich noch was kommt. Ich bin gespannt. Aber ja... Wir hatten eine gute Zeit mit Delilah, sind uns darüber bewusst geworden, dass wir ohne unsere Frau nicht können, absolut nicht. Und hier sehen wir all die Fotos, die wir gemacht haben, das ist schön. Ich habe gedacht, vielleicht könnten wir die noch gebrauchen, dass wir die vielleicht den Polizisten vorlegen oder wem auch immer. Naja, ich hätte nicht gedacht, dass wir, also bevor ich das Spiel jetzt so weit gespielt habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir abgehört werden oder sonst was. Vor allen Dingen nicht von dem Vater,
ja, der seinen Sohn möglicherweise umgebracht hat. Ich gehe davon aus, er ist halt wirklich gefallen. Aber sein Vater ist wahrscheinlich nicht hinterhergelaufen, hat wahrscheinlich nicht nachgeguckt, ob er wirklich tot ist. Und so ist er dann da verkommen. Oh Mann, all diese Fotos. Was dieser Mann da jetzt durchgemacht hat in dieser kurzen Zeit. Schon gruselig. Oh, das schöne Foto von uns. Ich wünschte wirklich, wir würden Delilah treffen. Oh. Und da haben wir Fotos von Brian, die er gemacht hat. Und seinem Vater. Aber so wie es aussieht, die beiden haben sich geliebt. Die haben sich wahrscheinlich unendlich geliebt. Ja, man weiß nicht, wie die Beziehung war, aber auf diesen Fotos sieht es halt wirklich danach aus, dass sie sich unendlich geliebt haben. Jeder, der das Spiel jetzt gesehen hat, wie gesagt, ich würde euch raten, spielt es selbst, die Atmosphäre ist unglaublich. Ich hatte zwischenzeitlich dauerhaft Gänsehaut. Es ist... Die Atmosphäre ist erdrückend, aber es ist wundervoll. Zugleich, ja. Und Gott, das war ein Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich doch so mitreißt. Weil am Anfang ist es ja so nach und nach... Ja, es ist so... Es war gemächlich und dann kam alles auf einen Schlag. Und ich finde vor allen Dingen die Beziehung schön, die er da mit Delilah hat. Ich hoffe wirklich, die beiden, ja, die beiden haben noch Kontakt miteinander. Man weiß es leider nicht. Aber es wäre sehr, sehr schön. Okay, das war's mit diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Projekt auch. Oder irgendwas anderes, was ihr bei uns findet. Naja, das nächste wird ja jetzt ein schönes, interessantes Projekt für mich sein. Freut euch vielleicht auf ein bisschen Horror. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!